Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Mein Name ist Taladir. So, was haben wir heute dabei? Nova Prime zum Leveln. Dann haben wir die Prisma Gorgon. Schauen wir uns mal an. Keine Ahnung, wie die ist. Auf dem Rücken das Meier und oben ist der Keria Prime im Paraskin. So, dann schauen wir uns mal die Gorgon Wraith an. Okay. Schnellschieß-Automatikwaffe. Mit sehr kleinem Magazin. Das ist auf jeden Fall eine Waffe, die kein Shred. Shred wäre, glaube ich, ganz gut bei der Waffe. Die schon eine sehr hohe Geschwindigkeit hat. Also eine sehr hohe Feuerrate hat. Aber ich denke, dass der Durchschlag könnte nochmal sehr praktisch sein. Und jetzt da nur so einen einfachen Durchschlagsmod reinhauen. Eieiei. Entschuldigung. da einfach nur so einen Durchschlagsmod reinhauen. Ich weiß nicht so genau. Aber die scheint okay zu sein. Die scheint okay zu sein. Ist ja jetzt, glaube ich, die dritte Gorgon, die es gibt. Also wenn wir jetzt witzig sind, ist es die vierte, also die normale Gorgon. Dann gibt es die Prisma Gorgon. Die Gorgon Wraith hier. Und dann gibt es nochmal die Gorgon Zola. Ist er nicht lustig? Entschuldigung. Ach ja. Ja, mal schauen. Also bisher schießt er sehr, sehr schnell. Ich habe keine Ahnung, wie die voll aufgebaut ist. Die gab es jetzt am letzten Wochenende. Ich glaube Samstag. Ja, Samstagabend gab's die zum Survive or Die Event. Boah, jetzt wollte ich mal richtig cool Viecher hier töten. Ah, sag mal. Das hat man davon, wenn man cool sein möchte. Man kommt einfach nicht dazu, die bösen Menschen hier zu töten. Ui, das sind ganz schön viele. Dann machen wir mal so. So, hier steht immer noch einer. Ah, es sind sogar noch mehr als einer. Es sind drei. Selber get clam. So. Ja, keine Ahnung, wie die ist. Schießt auf jeden Fall sehr, sehr schnell und scheint auch sehr zielgenau zu sein. Das Gute an der Waffe ist, so wie ich das bisher einschätze, man kann es halt sehr gut steuern. Oh, ich habe gar keine. Nee. Ich glaube, ich habe in der Maya einen komischen infested Schwert hier. Aber ich glaube, ich gar keine Kartoffel drin, sonst würde das Ding mehr Schaden machen. Was soll's. Das Ding ist eh nur zur Staffage da und von daher. Aber egal, zurück zur Prisma Gorgon. Ja, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, wenn man die halt, wenn sie sich jetzt nicht verstecken, dann dürfte die eigentlich recht zielgenau sein. Also in irgendwelchen großflächigen Missionen im Survival oder sonst irgendwas dürfte die eigentlich ganz gut abgehen, wenn man die gemoddet hat. Und,
dann... hallo. Ich muss aber kurz euer Haus kaputt machen. Vielleicht fällt ja noch ein Kubro-Ei raus. Kein Kubro-Ei. Na gut. Das Ding überhaupt irgendwelche Mods drin? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, was mit der Maya los ist. Ja, die Prismagorgon. Habt ihr sie schon hochgelevelt? Wenn ja, wie findet ihr sie? Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und ja, dementsprechend wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und selbstverständlich alles Gute. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Mein Name ist Taladi und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!